überwiesen, was zu erwarten war. Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/4815. EU-Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen die EU-Grundrechte-Charta oder Charta und darf nicht umgesetzt werden. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Kollegen Schwert das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, geehrte Zuschauer auf der Tribüne und am Stream. 2006 trat die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung in Kraft. Sie fordert, dass in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf Vorrat gespeichert werden muss, wann sie mit wem telefonieren, wo sie sich dabei aufhalten und wann sie welche Internetseiten besuchen. Warum will man diese Daten speichern? Ganz einfach. Sie könnten ja irgendwann mal kriminell werden. Vielleicht sind sie sogar ein heimlicher Terrorist. Für diesen Fall möchte der Staat gerne schon mal ihre Daten haben. Und nicht nur diese, sondern alle Daten von allen Einwohnern dieses Landes. Dieses diene selbstverständlich unserer aller Sicherheit. Fragen Sie sich, was mit der Unschuldsvermutung ist? Nun, auf die müssen wir leider verzichten. Die Vorratsdatenspeicherung ist anlasslos. Sie können so unauffällig sein, wie Sie wollen. Ihre Existenz ist Anlass genug, Ihr Kommunikationsverhalten aufzuzeichnen. Sie finden, eine solche Maßnahme ist Ausdruck staatlichen Misstrauens? Richtig. Wer Kommunikations- und Bewegungsdaten jedes Bürgers zur Strafverfolgung auf Vorrat speichern will, der hält auch jeden Bürger für einen potenziellen Terroristen. Gibt es denn gar keine Hoffnung? Doch, die gibt es. Aber sie kommt nicht aus der Politik, sondern von den Gerichten. Im Jahr 2010 erklärte das Bundesverfassungsgericht die damals in Deutschland geltende Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig. Kurz darauf riefen die Verfassungsgerichtshöfe von Irland und Österreich wegen schwerer Bedenken zur Rechtmäßigkeit der EU-Richtlinie den Europäischen Gerichtshof an. Am 12. Dezember 2013 hat der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs die Bedenken gegen die Vorratsdatenspeicherung bestätigt. Er hält die Richtlinie für nicht vereinbar mit der EU-Grundrechtecharta. Man kann es kaum deutlicher formulieren. Die Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen unsere Grundrechte. Anlasslose Massenüberwachung ist immer ein Angriff auf unsere Demokratie. Liebe Innenpolitiker von Union und SPD, was brauchen Sie denn noch, um zu merken, dass die Vorratsdatenspeicherung eine hochgradig freiheitsfeindliche Maßnahme ist? Erkennen Sie denn nicht, dass der Einstieg in die Totalüberwachung mehr schadet als nützt? Können Sie nicht erkennen, dass eine Maßnahme wie die Vorratsdatenspeicherung skrupellosen und freiheitsfeindlichen Regimen in die Hände spielt? Und begreifen Sie nicht, dass es keinen Unterschied macht, ob wir anlasslos und massenhaft von der NSA oder anlasslos und massenhaft von unserem eigenen Staat überwacht werden? Wie können Sie die Praktiken der NSA kritisieren und gleichzeitig anlasslose Totalüberwachung fordern? Aber vor allem, wieso ignorieren Sie sämtliche Stimmen aus Wissenschaft und Praxis, die der Vorratsdatenspeicherung weitgehende Wirkungslosigkeit attestieren? Ein Beispiel: Aus der USA kam eine Regierungskommission zur Bewertung der US-Version der Vorratsdatenspeicherung gerade erst zu folgendem Ergebnis. Sie sagte, wir haben nicht einen einzigen Fall der Bedrohung der Vereinigten Staaten identifiziert, bei dem die Überwachung von Telefon-Metadaten einen konkreten Unterschied bei der Aufklärung gemacht hätte. Wir wissen zwei Dinge. Die Vorratsdatenspeicherung ist ein hochproblematischer Eingriff in unsere Grundrechte. Und sie ist dazu weitgehend wirkungslos. Wieso klammern sich unsere Sicherheitspolitiker dann trotzdem so versessen an die Vorratsdatenspeicherung? Sascha Lobo hat für dieses irrationale Verhalten einen schönen Begriff gefasst: Sicherheitsesoterik. Das passt. Offensichtlich können oder wollen unsere Sicherheitspolitiker die Realität nicht mehr wahrnehmen. Die Vorratsdatenspeicherung ist für sie zu einem Glaubensbekenntnis geworden. Fakten können dem nichts mehr anhaben.
Darum müssen erst Verfassungsgerichte einschreiten, um freiheitsfeindliche Vorhaben unserer Regierungen zu verhindern. Vom Flugsicherheitsgesetz bis zur Vorratsdatenspeicherung. Die Sicherheitsesoteriker unserer sogenannten Volksparteien haben inzwischen eine ansehnliche Liste verfassungsfeindlicher Gesetzesvorhaben aufgehäuft. Kein Grundrechtsartikel, der nicht noch durch irgendwelche paranoiden Maßnahmen angegriffen worden wäre. Wir Piraten sind uns sicher. Auch die aktuelle EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung wird vom EU-Gerichtshof kassiert. Denn eins ist klar, die anlasslose Totalüberwachung der Bevölkerung darf in einem demokratischen Rechtsstaat keinen Platz haben. Ich würde mir wünschen, dass Politiker solche Gesetze gar nicht erst beschließen. Ich bitte Sie, lassen Sie nicht die Gerichte erledigen, wofür wir eigentlich gewählt worden sind. Stimmen Sie mit uns gegen die Vorratsdatenspeicherung und gegen den Einstieg in eine anlasslose Massenüberwachung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schwert. Für die SPD-Fraktion hat das Wort nun Herr Geier. Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, nein, dieses Argument kommt jetzt nicht. Da muss ich Sie leider enttäuschen von den Piraten. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben bereits im vergangenen November dieses Thema ausgiebig diskutiert. Wir hatten auch vergangenen Mittwoch dieser Woche, wurde dieses Thema am Rande besprochen. Und von Ignorieren kann auch keine Rede sein, denn wir stellen uns diesem Thema. Ich möchte hier anführen, dass ich das Rechtsgutachten des EU-Generalanwaltes zur Vorratsdatenspeicherung begrüße. Es ist ein Signal, wie der Europäische Gerichtshof eventuell entscheiden könnte. Danach würde alles auf eine Überarbeitung der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung hinauslaufen. Ich begrüße des Weiteren die Entscheidung des Bundesjustizministers Maas, bis zur Urteilsverkündung keinen Gesetzentwurf vorzulegen. Letztlich müssen wir das Urteil des Europäischen Gerichtshofes aber abwarten. Ob die Richtlinie die Rechte der EU-Bürger verletzt sind oder nicht. Und dann ist es unsere Aufgabe, sich inhaltlich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und das wird recht bald sein. Bis dahin sind Anträge wie die der Piraten Schaufensteranträge und der Sache nicht dienlich. Deshalb wird die SPD den Antrag ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Geier. Und für die CDU-Fraktion hat das Wort nun Herr Golland. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vorliegenden Antrag der Piratenfraktion soll der Nordrhein-Westfälische Landtag feststellen, dass die EU-Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung gegen die Grundrechtecharta der Europäischen Union verstößt. Offensichtlich klatschen Sie nicht zu früh. Offensichtlich ist den Piraten verborgen geblieben, dass über die Vereinbarkeit von EU-Richtlinien mit dem europäischen Recht einzig und allein der Europäische Gerichtshof in Luxemburg befinden kann, nicht aber die Abgeordneten dieses Hauses, meine Damen und Herren. Schon aus diesem Grunde ist der vorliegende Antrag nicht zustimmungsfähig. Was den Piratenantrag allerdings vollends ad absurdum führt, ist die Forderung, dass die Landesregierung sich, so Seite 3 des Antrags, ich zitiere, mit allen dazu geeigneten Mitteln auf allen politischen Ebenen im Bundesrat sowie auf EU-Ebene gegen die Umsetzung der EU-Richtlinie in der derzeitigen Form und jede sonstige Art der Vorratsdatenspeicherung bzw. Mindestspeicherfrist einsetzen soll. Damit fordern Sie das genaue Gegenteil dessen, was alle Sicherheitsfachleute in Deutschland bereits seit Jahren beklagen, nämlich den Totalverzicht auf ein für die Strafverfolgung überragend wichtiges Ermittlungswerkzeug. Ich darf diesbezüglich aus der Neuen Westfälischen vom 10.01.2014 zitieren, wo es heißt: Es sei ein Skandal, dass Hunderte von Straftätern die Kinderpornos herunterladen, nur deshalb straffrei bleiben, weil die Polizei nicht auf ihre Verbindungsdaten zurückgreifen darf, sagt
sagt der NRW-Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Adi Plickert. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kern? Keine Zwischenfrage, bitte. Nach Angaben der Polizeigewerkschaft konnten in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen 3 Jahren bei 348 Strafverfahren, die im Bereich der Internetkriminalität eingeleitet worden waren, die Täter wegen fehlender Vorratsdatenspeicherung nicht ermittelt werden. Etwa ein Viertel der Verfahren im Bereich Kinderpornografie, 268 von 1020, seien aus diesem Grunde ohne Erfolg geblieben. Und meine Damen und Herren von den Piraten, ich lache nicht über Themen wie Kinderpornografie, so wie Sie es eben getan haben. Sogar die Aufklärung von Mordtaten. Also Sie können zwar laut schreien, aber recht haben Sie deswegen immer noch nicht. Sogar die Aufklärung von Mordtaten werde durch die fehlende Möglichkeit zur Vorratsdatenspeicherung erschwert. Mal ganz abgesehen, dass jedwede Form organisierter Kriminalität, für die Deutschland längst sowohl Rückzugsraum wie Hauptbetätigungsfeld ist, da die Aufklärungsquote gering, der Verfolgungsdruck schwach und die Verurteilungen nicht abschreckend genug sind, dass auch dies nicht von der Vorratsdatenspeicherung erfasst werden kann. Dies macht aus meiner Sicht eins deutlich, meine Damen und Herren. Was die Piratenfraktion mit dem vorliegenden Antrag fordert, ist nicht etwa Datenschutz, sondern Täterschutz. Und dabei werden wir nicht mitmachen. Übrigens hat auch das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung als solche keineswegs verworfen, sondern lediglich in ihrer früheren Ausgestaltung für unverhältnismäßig gehalten. Es fehle an Datensicherheit, Transparenz und Rechtsschutz, so die Richter in ihrem Urteil vom 2. März 2010. Auch der von den Piraten zitierte Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof, der zu der entsprechenden Richtlinie Stellung genommen hat, spricht ausdrücklich von einem vollkommen legitimen Ziel. All das haben die Piraten in ihrem Antragstext entweder vergessen oder mutwillig unterschlagen. Um es Ihnen noch einmal zu erklären, bei der Vorratsdatenspeicherung werden keine Kommunikationsinhalte, sondern nur Verbindungsdaten gespeichert. Das ist das, was Sie auf Ihrem Einzelverbindungsnachweis zum Beispiel bei der Telekom nachlesen können. Also die Informationen, von welchem Anschluss zu welcher Zeit mit welchem anderen Anschluss kommuniziert wurde. Die Speicherung erfolgt auch nicht etwa bei den Sicherheitsbehörden, sondern einzig und allein beim Provider. Und die Sicherheitsbehörden sollen nur in eng begrenzten Fällen und auch nur bei richterlicher Anordnung Zugriff auf diese Daten haben. Selbst Innenminister Jäger fordert die Datenspeicherung schon lange, bisher leider erfolglos. Mit der neuen Großen Koalition sollte es jedoch endlich möglich sein, ein Stück mehr Sicherheit und Gerechtigkeit in Deutschland zu schaffen. Im Interesse der Opfer und zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger brauchen wir die Vorratsdatenspeicherung dringend und umgehend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Golland. Bleiben Sie bitte am Pult. Es gibt hier eine Kurzintervention, die beantragt wurde von der Piratenfraktion für den Kollegen Schwert. Herr Kollege Schwert, da ist das Mikro. 90 Sekunden. Kann man mich hören? Ja. Erstens. Ich finde es eine Unverschämtheit, eine bodenlose Frechheit, uns zu unterstellen, wir würden über Kinderpornografie lachen. Das ist eine Frechheit und ich erwarte von Ihnen da eine Entschuldigung. Wir haben nicht gelacht, sondern wir finden es unmöglich und übel, dass Sie dieses Argument immer wieder vorschieben, obwohl die Vorratsdatenspeicherung vollkommen unwirksam ist gegen den Kampf gegen dokumentierten Kindesmissbrauch. Denn Sie können davon ausgehen, dass die Straftäter, die das machen, die werden sich Maßnahmen überlegen und die haben Maßnahmen zur Verfügung, Vorratsdatenspeicherung zu umgehen. Es gibt keinerlei Beweise einer Wirksamkeit. Und überall da auf der Welt, wo Vorratsdatenspeicherung im Einsatz ist, gibt es überhaupt keine nennenswerte Aufklärung dieser sogenannten Kinderpornografie. Aber sehr wohl den Missbrauch der Daten, nämlich, was Sie sagten, der Einzelverbindungsnachweis, das steht jedem Einzelnen frei, einen anzufordern oder zu speichern. Ich zum Beispiel habe keinen. Die Datensicherheit bei Providern ist sicherlich auch nicht höher als sonst irgendwo. Oder haben Sie niemals gehört, dass bei der Telekom irgendwelche Daten abhanden gekommen sind? Und drittens, wenn Sie sagen, dass auch unser Verfassungsgericht gesagt hat, dass unter gewissen Umständen eine Vorratsdatenspeicherung Ihrer Meinung nach möglich
wäre, dann heißt das aber auch wieder nur, Sie sind wieder dabei, die Grenzen auszuloten, die vorhanden sind. Wir versuchen, die Grenzen ein bisschen zu überschreiten, lassen uns von den Gerichten einen Rahmen des gerade noch so eben Zulässigen zuteilen und reizen den dann mit Gesetzen total aus. Und das ist einem demokratischen Rechtsstaat nicht würdig, dass man die Grenzen des gerade noch so Möglichen versucht auszuloten. Herzlichen Dank. Also meine, lieber Kollege, meine Damen und Herren, ich glaube, da wird mir selbst der Ralf Jäger vielleicht mal zustimmen, dass wir uns hier in einem ordnungsgemäßen Rechtsrahmen bewegen und dass die Große Koalition, die gemeinsam diese Vorratsdatenspeicherung umsetzen wird, sich schon an EU-Recht orientieren wird und auch daran halten. Da bin ich mir sicher, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber Sie sollten sich vielleicht mal bei den Betroffenen informieren und bei den Leuten, die wirklich Ahnung davon haben, zum Beispiel bei der Polizei, bei den Fahndungsbehörden, ich habe Sie auch ausreden lassen, bei den Fahndungsbehörden, die werden Ihnen nämlich genau sagen, wie wichtig das Instrument der Vorratsdatenspeicherung zur Verfolgung von schweren Straftaten ist. Und zum Glück sind Sie ja nicht im Bundestag vertreten. Ich denke, das Gesetz wird kommen und dann werden wir die Sicherheitslage in Deutschland wesentlich verbessern. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege. Soweit Kurzintervention und Antwort auf die Kurzintervention. Nunmehr hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Frau Kollegin Düker. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gleichung, dass mit der Menge von angehäuften Daten über unsere Bürgerinnen und Bürger die Sicherheit in unserem Land steigt, ist als Dogma vieler Sicherheitspolitiker erstens im Grundsatz nicht zu belegen, Herr Golland. Nein, sie ist nicht zu belegen. Und zweitens ist sie verfassungsrechtlich auch nicht gedeckt. Und genauso falsch, um es gleich dazu zu sagen, finde ich im Übrigen auf der anderen Seite die Forderung, dass Grundrechtseingriffe, die mit Speicherung von persönlichen Daten und Zugriffen von Sicherheitsbehörden verbunden sind, grundsätzlich nicht stattfinden dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders in Situationen konkreter Bedrohung oder vor dem Hintergrund schrecklicher Straftaten oder terroristischen Anschlägen wird die Debatte über dieses Spannungsverhältnis von Sicherheit und Freiheit irrational. Ein Vertreter dieser Irrationalität, haben wir gerade gehört, Kollege Golland, tut sich da ja immer sehr hervor. Und wir Grüne hier im Landtag verstehen uns, Herr Golland, Sie möchten doch, dass man sich da auch mit Ihnen beschäftigt, sonst sind Sie ja schwer enttäuscht. Wir Grüne verstehen uns als genau das Gegenteil, nämlich hier als politische Stimme für Rationalität. Und das bleibt auch so. Unsere Verfassung. Frau Kollegin, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Schatz von der Piratenfraktion? Ich würde gerne erst zu Ende vortragen, vielleicht am Ende noch per Intervention. Die Verfassung im Grundgesetz definiert rechtsstaatliche Leitplanken, das heißt Grund- und Freiheitsrechte als Abwehrrechte gegen staatliche Überwachung und das hat sich bei jedem Gesetzgebungsverfahren, die Legislative auch vorzunehmen. Grundrechtseingriffe müssen verhältnismäßig und erforderlich sein. Und der Gesetzgeber hat diesen Nachweis zu führen und dies auch immer wieder zu evaluieren, ob das immer auch noch nachher so zutrifft. Diese Abwägung haben viele Gesetzgeber in unserem Land, das muss man leider sagen, in den letzten Jahren nicht getroffen, sind übers Ziel hinausgeschossen. Und das Bundesverfassungsgericht hatte leider mit diesen Grundrechtseingriffen, die verfassungswidrig waren, leider sehr viel zu tun. Grüne meinen, um das hier auch noch mal zum wiederholten Male darzustellen, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung stellt aus unserer Sicht eben kein angemessenes Instrument dar für die Strafverfolgung. Das steht in unserem Wahlprogramm, kann jeder nachlesen. Teile der SPD sehen das übrigens auch so. Und die Bundestagsfraktion hat das kürzlich auch im Bundestag auch noch mal eingebracht. Gerne, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, können wir das auch alle paar Wochen wiederholen. Aber es ändert nichts daran, dass wir erstens im Landtag dazu gar nichts zu entscheiden haben. Das ist ein Bundesgesetz. Und zweitens, wenn denn mal ein Gesetz in den Bundesrat kommen sollte, gibt es eine klare Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, wie im Übrigen in allen anderen Koalitionsverträgen der Länder auch. Das heißt,
Wenn wir hier bei einem Abstimmungsverhalten kein Einvernehmen im Kabinett erzielen können, dann enthält sich NRW. Dieses Verfahren hat sich bewährt, aber da sind wir noch lange nicht. Zunächst hat die Große Koalition, wie ich finde auch erstmal zu Recht, angekündigt, kein Gesetz vor der EuGH-Entscheidung. Je nach Ausgang wird dann unter Umständen die Richtlinie noch mal neu diskutiert, neu verfasst. Dann wird es einen Kabinettsbeschluss geben, dann wird sich der Bundestag damit befassen und zwischendurch wird die Innenministerkonferenz, Herr Minister, ich denke, das wird da auch wieder auf der Tagesordnung stehen. Da gilt das Ressortprinzip, die Fachminister der Länder dürfen sich da eigenständig eine Meinung bilden, das ist auch ihr gutes Recht. Und dann wird es vielleicht spannend, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, und dann sollten Sie es auch wieder Vorlage legen. Denn dann, wenn das denn mal soweit ist, wird es im Bundesrat, ich gehe davon aus, ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Und im Bundesrat, wir können alle zählen, hat die Große Koalition derzeit keine eigene Mehrheit. Was machen wir dann? Wir werden natürlich versuchen, das kann ich Ihnen auch zusichern, unseren geschätzten Innenminister mit guten Argumenten von unserer Position zu überzeugen. Dasselbe wird er versuchen, wie es in einer guten Demokratie auch Brauch ist, uns von seiner Position zu überzeugen. Und dann werden wir uns verhalten. Und wenn wir uns nicht einigen können, gibt es demokratische Spielregeln, die sind im Vertrag festgelegt. Dann kommt die spannende Frage, was machen denn dann die anderen Bundesländer? Herr Lindner, ich gucke Sie mal an, was ist denn da mit den sächsischen Kollegen von der FDP? Stehen die dann auch im Bundesrat? Naja, FDP in Regierungen in den Ländern haben wir oft genug erlebt. Siehe Innenminister Wolf, der hat auch einige Bundesverfassungsgerichtsurteile einkassiert. Also die Frage ist, steht dann da jemand wie Sachsen und andere? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Demokratie kann eine ganz spannende Sache sein. Und ich bin auch gespannt, wie diese Geschichte weitergeht und ausgeht. Liebe Piraten, es ist natürlich Ihr gutes Recht, vor dem Hintergrund die Frage Vorratsdatenspeicherung oder gleich wird der Innenminister sagen, Mindestspeicherdauer jeden Monat im Landtag zu thematisieren, ändert aber nichts an dieser Lage. Ich freue mich auf die weiteren Debatten mit Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Lüke. Schenken Sie uns noch einen Augenblick die Freude Ihrer Anwesenheit am Rednerpult, Frau Kollegin, denn wie kaum anders zu erwarten, ist die Fraktion der Piraten Ihrer freundlichen Einladung zu einer Kurzintervention gefolgt. Und jetzt immer hat gerne. Herr Kollege Schatz für 90 Sekunden, sobald ich ihm das Mikro freigeschaltet habe, das Wort. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Dücker, mir geht es weniger um eine Frage als mehr um eine Richtigstellung. Sie sagten gerade am Anfang Ihrer Rede, dass den Piraten es häufig darum ging, quasi jegliche Speicherung von persönlichen Daten als rechtswidrig anzusehen und das als schweren Grundrechtseingriff zu empfinden. Das möchte ich klarstellen, das ist nicht so. Es geht nicht darum, dass jegliche Speicherung schlimm ist und grundsätzlich verkehrt ist. Herr Gollert hat gerade beispielsweise das Beispiel organisierte Kriminalität angebracht. Das ist das dümmste Beispiel im Bereich der Vorratsdatenspeicherung, weil gerade diese Verfahren unhinnehmbar jahrelang dauern. Und wenn man einen konkreten Verdächtigen hat beispielsweise, selbstverständlich dürfen dessen Daten gespeichert werden. Das hat nie jemand bestritten von uns. Worum es uns geht, das möchten wir immer ganz klarstellen, es geht ausschließlich um anlasslose Speicherung von jedem Bürger, der überhaupt nichts getan hat. Und das ist das Problem. Bei Verdächtigen ist es überhaupt kein Thema. Das möchten wir nur mal klarstellen. Gut, danke für die Klarstellung. Das finde ich auch ganz spannend. Dann übersetze ich Ihre Äußerung so, dass die Grundhaltung der Piraten die ist, dass das Quick-Freeze-Verfahren dann von Ihnen ein zustimmungsfähiges Verfahren ist. Das ist genau das, was Sie gesagt haben. Interessante Bandbreite der Meinung bei den Piraten, aber ist ja auch legitim. Von daher, ja, danke für die Klarstellung. Und ich freue mich, wie gesagt, auf weitere Debatten dazu. Wunderbar, soweit Kurzintervention und Antwort darauf. Jetzt sind Sie entlassen. Vielen Dank. Weitere Kurzinterventionen gab es in der Tat nicht. Wir schreiten jetzt weiter fort mit dem Redebeitrag von Herrn Kollegen Ellerbrock für die FDP-Fraktion. Bitte, Herr Kollege. Herr Kollege Schwert, wenn man Ihre Rede gehört hat, habe ich vieles Positive gesehen und könnte dem folgen. Leider ist zwischen Rede und Antrag ein großer Unterschied, denn in dem schriftlich vorliegenden Antrag unterscheiden Sie nie zwischen anlasslos
und anlassbezogener Ermittlung und Vorratsdatenspeicherung. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und ich sage mal, das ist auch der Grund, weswegen wir als FDP wegen dieser mangelnden Differenzierung den Antrag so ablehnen würden. Wenn Sie dem Votum der Frau Düker folgen und sagen, es wird zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr interessant werden, über solche Probleme zu reden, und ziehen den zurück und würden den Antrag schriftlich Ihrer Rede anpassen, dann könnten wir da uns sehr gut drüber unterhalten. Aber deswegen werden wir ihn gleich ablehnen. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, sind Sie ganz versichert, Frau Düker, in der, der Bemerkung, die Sie dem Kollegen Lindner zugerufen hatten, unserer Überzeugung nach ist eine Bundesregierung, die ihre Bürger mithilfe der Vorratsdatenspeicherung anlasslos überwachen lassen will, ist nicht glaubwürdig, wenn sie in Sonntagsreden über Datensicherheit und Datenschutz redet. Das ist natürlich eine ganz klare Sache. Und da gibt es in den Ländergrenzen bei uns in der FDP überhaupt keinen Diskussionsbedarf. Lassen Sie mich zum Ende kommen, meine Damen und Herren. Herr Kollege, ich unterbreche Sie ja ungern, aber Herr Kollege Schwert von der Piratenfraktion würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Lassen Sie die zu. Ja, klar. Herzlichen Dank, das ist nett von Ihnen. Ich freue mich ja über das Lob. Der Bewertungsunterschied liegt daran, dass für uns eine Vorratsdatenspeicherung eine anlasslose ist und alles andere ist eine Überwachungsmaßnahme aufgrund eines Anlasses. Aber die Frage, die ich stellen wollte, Die Frage, die ich stellen wollte, ist, wenn es wirklich nur um diese zwei Worte ging, warum war es nicht möglich, einen Änderungsantrag zu stellen? Wir hätten uns dem nicht verschlossen. Dankeschön. Müssen wir nächstes Mal drüber nachdenken. Wenn Sie den Antrag zurückziehen und ihn entsprechend überarbeiten, stehen wir dem durchaus positiv entgegen. Dankeschön. Das war's. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Jäger das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Gerne doch. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz objektiv muss man eingestehen, dass diese Diskussion um die Mindestspeicherdauer, Frau Düker, in Deutschland, anders als in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, zum Symbol geworden ist, zum Glaubensbekenntnis darüber, ob man in Freiheit leben kann oder ob es eine Überwachung durch den Staat gibt. Also ich sage ganz offen, diese Mindestspeicherdauer stellt weder die Totalüberwachung durch den Staat dar, noch ist es polizeiliches Allheilmittel, um Straftaten aufzuklären. Aber man muss schon, und ich finde auch dieses Bild, das oft in dieser Diskussion gebraucht wird, da gibt es auf der einen Seite die Sicherheit und auf der anderen Seite die Freiheit. Und das ist wie nur so eine Waage, das muss ich austarieren. Ich halte dieses Bild für unzutreffend, weil das würde ja rational bedeuten, reduziert man die Sicherheit, dann hat man mehr Freiheit, oder reduziert man die Freiheit, hätte man mehr Sicherheit. Ich glaube, beides bedingt einander. Und Parlamente und Regierungen sollten bemüht sein, beides gut auszustatten, möglichst sich ergänzen zu lassen und das Ganze auf einem möglichst hohen Niveau stattfinden zu lassen. Soweit zur Theorie. In der Praxis heißt das doch eigentlich nichts anderes, als dass der Gesetzgeber, dass die Regierung im Einzelfall gucken müssen, was nutzt den Menschen in diesem Land und was ist vor dem Hintergrund von Freiheit und Sicherheit die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. So, wenn man so vorgeht, dann glaube ich, kann man sich weniger emotional, sondern muss man sich sehr viel mehr rational der Mindestspeicherdauer nähern. Ich finde diese Formulierung anlasslos, Herr Ellerbrock, anlasslos völlig irreführend. Wenn das so wäre, dass man anlasslos keine Informationen und Daten vorhalten sollte, dann müssten wir das Kraftfahrzeugbundesamt abschaffen. Denn da wird völlig anlasslos, wenn die Daten miteinander verknüpft, welches Fahrzeug gehört zu welchem Halter. Jetzt stellen Sie sich einfach mal den deutschen Straßenverkehr vor, dass innerhalb des deutschen Straßenverkehrs niemand befürchten müsste, bei einer Übertretung der Straßenverkehrsordnung zur Verantwortung gezogen zu werden. Stellen Sie sich einmal vor, was draußen auf den Straßen dann stattfinden würde. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, in Ansätzen ist das inzwischen so im Internet. Das Internet ist Tatort und Tatmittel. Und zunehmend führt auch die nicht vorhandene Mindestspeicherdauer dazu, dass Kriminelle dies wissen und dieses Tatmittel zunehmend nutzen. Deshalb
Meine dringende Bitte, streichen Sie bei aller Kritik, die auch durchaus berechtigt ist, streichen Sie dieses anlasslos. Weil es kann nicht sein, dass ein Staat, ein Rechtsstaat, grundsätzlich auf bestimmte Informationen, wenn Straftaten begangen werden, verzichten muss. Ich würde gerne mal... Herr Minister, ja? Würden Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Kollegen Herrmann zulassen? Ja. Bitte schön. Ja, Herr Minister, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Nur um das kurz zu definieren. Also beim Kraftfahrtbundesamt ist ja nur dann eine Beziehung zwischen einem Fahrzeug und einem Halter herstellbar, wenn ein Halter ein Fahrzeug angemeldet hat. Nur dann gibt es ja auch einen Anlass, dann gibt es Steuer und so weiter, und deswegen ist da ein dauerhafter Anlass gegeben, diese Beziehung zu speichern. Wenn Sie jetzt hier diese Argumentation aufführen, heißt das, dass Sie also möchten, dass jeder Internetbenutzer, wenn er also ein Telefon bzw. einen Internetanschluss hat, direkt fest gespeichert wird, die Beziehung, also seine IP-Nummer und Name, Adresse, dass das dauerhaft von jedem Netznutzer gespeichert wird? Also Herr Herrmann, eigentlich sollte man Fragen, die so gestellt sind, wenn man jemanden bewusst missverstehen will, am besten gar nicht beantworten, aber ich tue es trotzdem nein. Ich finde, Frau Düker hat zu Recht auf das Verfahren hingewiesen, was zurzeit im Europäischen Gerichtshof läuft, völlig zutreffend formuliert. Unzutreffend ist, was hier in der Diskussion auch von Herrn Schwert vorgebracht worden ist, dass sozusagen der Vortrag des Generalanwaltes insgesamt die Mindestspeicherdauer in den Richtlinien der Europäischen Union für unzulässig erklärt hat. Das, Herr Schwert, ist Quatsch. Richtig ist, dass der Generalanwalt festgestellt hat, dass die Beschränkung des Zugangs zu den Daten und ihrer Auswertung selber in der Richtlinie zu treffen ist und es nicht in der Umsetzungsakte den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen bleiben darf. Was heißt eigentlich nur übersetzt, dass das, was wir übrigens im Koalitionsvertrag der Großen Koalition in Berlin hineinformuliert haben, nämlich hohe Hürden, richterlicher Vorbehalt, nur bei schweren Straftaten und nicht der Staat selbst speichert, sondern die Provider, dass diese sehr hohen Hürden, die wir da im Koalitionsvertrag formuliert haben, in etwa dem entsprechen, was der Generalanwalt selbst vorgetragen hat und von dem die Fachwelt ausgeht, sich der Europäische Gerichtshof anschließen wird. Also diese Richtlinie wird Bestand haben, sie wird modifiziert werden, insbesondere die auch in Deutschland formulierten hohen rechtlichen Hürden bereits in die Richtlinie aufzunehmen. 90 Jahre lang gab es Mindestspeicherdauer oder Vorratsdatenspeicherung. Seit 90 Jahren gibt es etwa das Telefon. Seit 90 Jahren sind Verbindungsdaten gespeichert worden. Und wenn man so alt ist wie ich, dann kann man den alten Eric Ode-Sendungen Der Kommissar, die kann man sich daran erinnern, dass beim Tötungsdelikt geguckt wurde, welche Verbindung, mit wem hatte dieser Mensch in den letzten Wochen vor seinem Tod Kontakte, auch über das Telefon. Das ist, glaube ich, auch für jeden Menschen nachvollziehbar, dass das möglicherweise benötigt wird. Ich glaube, dass diese Diskussion auch deshalb falsch geführt wird, weil in unzulässiger Weise pauschal Grundrechte gegenübergestellt werden, ohne sie miteinander abzuwägen. Ja, es gibt das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, völlig klar. Das ist auch zu bewahren. Aber Herr Kern, Grundrechte wie das Recht auf Freiheit, das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die Würde des Menschen, sind Grundrechte, die mindestens gleichwertig zu beachten sind. Und die sind miteinander abzuwägen. Und es bringt Ihnen überhaupt nichts, ein Grundrecht über alle anderen zu stellen, und das ist das Problem, zu leugnen, dass diese Mindestspeicherdauer ein stumpfes Schwert wäre. Wir haben, ich erneuere übrigens das Angebot, mit Ihnen und dem LKA gemeinsam mal hunderte von Fällen zu diskutieren, wo die Strafverfolgung an den nicht vorhandenen Mindestspeicherdauer gescheitert ist. Aber weil Sie das gerade so geleugnet haben, will ich nur einen Fall aus dem Jahre 2013 Ihnen vortragen. Ich zitiere aus einem Vermerk des LKA: Im Rahmen eines Ursprungsverfahrens wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Schriften wurden bei der Auswertung des Computers des Beschuldigten 27 Nutzer eines Messenger-Dienstes festgestellt, an die der Beschuldigte Dateien kinderpornografischen Inhalts geschickt und erhalten hat. Zwar konnte der Messenger-Dienst die IP-Adressen übermitteln, die Provider, die IP-Adressen konnten jedoch nicht mehr, nur in 3 Fällen zugeordnet werden, in 24 Fällen nicht. Hier ist eine Ermittlung ins Leere gelaufen, weil diese Mindestspeicherdauer nicht existiert. Das heißt für mich,
Wir müssen an diesem Fall sehr konkret abwägen, ist die Würde und ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit dieses Kindes weniger zu achten als informationelle Selbstbestimmung. Da haben wir uns in klarer Weise entschieden. Ich hätte mich gefreut, wenn Sie diesen Antrag heute nicht wieder einmal zur direkten Abstimmung gestellt hätten, sondern uns die Gelegenheit gegeben hätten, im Ausschuss mal sachlich und sehr ausführlich über diese Tatbestände zu diskutieren. Sie entziehen sich, Sie verweigern sich dieser inhaltlichen Diskussion. Und das wird wahrscheinlich so sein, dass Sie in wenigen Wochen denselben Antrag wieder hier stellen werden und feststellen werden, dass Sie in Ihrer Haltung die Minderheit darstellen. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen noch drei Fragen der Piratenfraktion vor und eine Kurzintervention. Da die Geschäftsordnung... Herr Kollege, das müssen Sie mir, wann ich Zwischenfragen dem Redner zu Gehör bringe. Das müssen Sie mir bitte schon überlassen. Sie haben es auch nicht gerne, wenn Sie oder ein anderer Kollege Ihrer Fraktion vorträgt, wenn dann der sitzungsleitende Präsident Ihnen in den Satz hineinspringt. So, und ich bin dabei, das zu sortieren, und im Übrigen habe ich überhaupt kein Interesse und werde es auch nicht tun, das mit Ihnen zu diskutieren, Herr Kollege. Also, ich habe festgestellt, dass es noch den Wunsch nach drei weiteren Fragen aus den Reihen der Piratenfraktion gibt. Nach der Geschäftsordnung sollen pro Rede bis zu zwei Fragen zugelassen werden. Diese beiden Fragen haben Kollegen der Piratenfraktion bereits gestellt. Zudem gibt es den Wunsch nach einer Kurzintervention, ebenfalls von Seiten der Piratenfraktion. Und deshalb möchte ich um Verständnis dafür bitten, dass wir diese drei Fragen jetzt nicht mehr zulassen, zumal die Rede beendet war, und stattdessen die Kurzintervention der Piratenfraktion durch Herrn Kollegen Herrmann aufrufen. Herr Minister, seien Sie so nett, vorne die Kurzintervention entgegenzunehmen. Und jetzt hat Herr Kollege Herrmann das Wort, unter der Voraussetzung, dass er sich eindrückt. Herr Kollege Herrmann, Sie haben das Wort. 90 Sekunden. Ja, vielen Dank. Vielleicht, ich warte ein bisschen, bis es ein bisschen ruhiger wird. Ja. Herr Minister, ich musste mich jetzt einfach noch mal melden, weil ich es wirklich unerträglich finde, dass Sie wieder mit der Argumentation Suche nach Kinderpornografie im Internet oder kommen. Das ist wirklich unerträglich, sich ständig dieses Argument anhören zu müssen. Es ist so, es wird immer, egal welches Verbrechen, wenn nicht die ganze Menschheit komplett 24 Stunden überwacht wird, wird es immer den Fall geben, dass etwas nicht aufgeklärt werden kann, wie schlimm oder wie einfach ein Verbrechen auch immer ist. Das heißt, so ein Beispiel, was Sie gerade herausgestellt haben, das wird immer sein, egal wie viel Vorratsdatenspeicherung wir haben. Und dass Sie völlig unterschlagen, dass 99% des Kindesmissbrauchs im familiären Umfeld stattfindet und nichts mit dem Internet zu tun hat. Was tun Sie für diese 99%? Wo sind Ihre Initiativen, dass zum Beispiel alle, ich sage jetzt mal Männer, Frauen, was auch Fußfesseln ankriegen oder was auch immer, um diese 99% Kindesmissbrauch aufzuklären? Da passiert nichts. Und wirklich, ich finde es unerträglich, dass Sie ständig mit diesem Argument kommen. Herr Minister, bitte Ihre Antwort. Wenn wir schon mal bei Unerträglichkeiten sind, aus einer, wie ich finde, unglaublich nichtswissenden und arroganten Haltung zu behaupten, dass derartige Informationen und Daten keinerlei Nutzen für polizeiliche Arbeit darstellen, das finde ich von Ihrer Seite wirklich inzwischen unerträglich. Und dass Sie nicht einmal bereit sind, sich in ansprechendem Maße zu informieren und mit uns zu diskutieren. Dass Sie nicht bereit sind, einen solchen Antrag in einen Innenausschuss zu überweisen, wo wir ihn sachlich miteinander beraten können. Dass Sie auf Angebote nicht eingehen, von Kriminologen sich das erklären zu lassen. Das finde ich übrigens auch unerträglich. Und ich sage Ihnen ganz offen, ein Rechtsstaat hat die Aufgabe, die Menschen vor schweren Straftaten zu schützen und muss im Rahmen der Abwägung der Verhältnismäßigkeit die entsprechenden Instrumentarien haben. Und ich glaube, dass ein Rechtsstaat beispielsweise es nicht hinnehmen kann, dass solche Verbindungsdaten
auch im Rahmen von Tötungsdelikten, auch im Rahmen von organisierter Kriminalität, aber eben auch von Kinderpornografie im Netz nicht zur Verfügung gestellt wird. Und das kann nicht richtig sein. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Soweit Kurzintervention und Reaktion darauf. Vorher hatte die Landesregierung, meine Damen und Herren, ihre vereinbarte Redezeit bereits um 2 Minuten und 27 Sekunden überzogen. Das heißt, diese knapp 2,5 Minuten stehen potenziell auch den Fraktionen zur Verfügung. Ich darf fragen, ob davon Gebrauch gemacht werden möchte. Ich sehe eine Wortmeldung. Weitere Wortmeldungen anderer Fraktionen sehe ich nicht. Dann bitteschön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich muss schon sagen, die Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt finde ich als äußerst, ja, mir fehlen da fast die Worte. Es ist einfach deprimierend, das mit anzuschauen. Es ist unerträglich. Und ich muss auch sagen, Herr Minister, ich wollte ja eigentlich das im Rahmen einer Zwischenfrage klären. Die haben Sie nicht zugelassen, wie die zwei weiteren meiner Kollegen. Aber da möchte ich das jetzt hier an dieser Stelle noch mal tun. Sie haben so getan, als wäre uns Piraten nicht bewusst, dass es eine Vielzahl von Grundrechten gibt, die jeweils immer im Rahmen der praktischen Konkordanz, so sagt das Verfassungsgericht, in Ausgleich zu bringen sind. Das ist richtig. Aber dabei spielt die Menschenwürde einen ganz besonderen Wert. Und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist genau aus diesem Grundrecht abgeleitet. Und da möchte ich Sie an dieser Stelle dann noch fragen, wer hat denn, welcher Bundesinnenminister, also war der Bundesinnenminister, der doch hier uns versucht hat, ein Supergrundrecht zu verkaufen und einzuführen, was es so gar nicht gibt. Und da frage ich mich doch, da Sie ja auch zu diesem Chor gehören, der da gerne einstimmt und die Sicherheit hochhält, wie bringen Sie das denn bitte mit Ihrem Grundrechtsverständnis in Einklang, dass hier einfach ein Grundrecht erfunden wird, das es gar nicht gibt? Ja, so viel dazu. Ja, Sie sehen halt, bei wem die Grundrechte hier hoch im Kurs stehen und bei wem offensichtlich nicht. Vielen Dank. So, danke, Herr Kollege. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Damen und Herren. Damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Zu dieser direkten Abstimmung über den Inhalt des Antrags Drucksache 4815 kommen wir also. Wer möchte dem vorliegenden Antrag der Piratenfraktion zustimmen, den darf ich um sein Handzeichen bitten. Das ist die Piratenfraktion. Danke sehr. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Das sind die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Gibt es Enthaltungen? Bei Enthaltung des fraktionslosen Abgeordneten Stein ist der Antrag Drucksache 4815 mit großer Mehrheit abgelehnt. Ich schließe die Beratung zu Tagesordnungspunkt 4 und rufe auf den Tagesordnungspunkt 5.